Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich präsentiere euch in diesem Video drei Aktien im Ausverkauf und jetzt noch ein kleines Fragezeichen dahinter setzen. Es sind auf jeden Fall Aktien, die fundamental interessant erscheinen und die deutlich günstiger geworden sind und wo wir jetzt auch wenigstens theoretisch out of the box ein hohes Renditepotenzial erwarten können. Ob es tatsächlich so kommt, meiner Meinung nach, oder ob wir da irgendwo einen Haken haben, der das Ganze doch zu unappetitlich macht, das werde ich dann auch in diesem Video erzählen. Unabhängig davon, ob ich die Aktie dann tatsächlich für aussichtsreich halte oder nicht, an dieser Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, aber Spannung garantiert. Dann würde ich sagen, es geht los und wir fangen mit einer Aktie an, die wahrscheinlich niemand oder kaum jemand von euch kennt. Und zwar klingt sie oder heißt sie NAPCO Securities Technologies. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal den fairen Wert an und den Aktienkurs. Und da sieht man, dass hier irgendwas passiert sein muss, denn der Aktienkurs, der ist doch von knapp 40 auf knapp über 20 US-Dollar gefallen. Hat sich also nicht ganz, aber annähernd halbiert. Wir verzichten mal hier darauf, auf diese Prognose für das Geschäftsjahr 2025, 2026. Ein Analyst hier nur noch geschätzt. Hier waren es noch mehr, hier waren es noch zwei Analysten. Das halte ich nicht für glaubwürdig, deshalb gehen wir mal so hin. Und dann holen wir uns einfach mal out of the box die Renditeerwartung hier rüber auf den bilanzierten Gewinn hier bezogen. Wir können das Ganze auch logarithmisch machen, da sieht man es noch ein bisschen besser. Und was man hier sieht, ist, die Aktie, die war im langfristigen Mittel mit knapp einem 40er KGV bewertet, war oft relativ teuer über einen langen Zeitraum. Und jetzt haben wir diesen Kurssturz und jetzt ist die Aktie plötzlich am, beziehungsweise schon leicht unter dem fairen Wert. Und da hätten wir jetzt eine Renditeerwartung basierend auf den Prognosen, Konsensschätzung von zwei Analysten. Das sind aktuelle Konsensschätzungen. Dann eine jährliche Renditeerwartung von 40%, das meiste Kursgewinne, relativ niedrige Dividende, schütten die noch aus. Dividendenrendite liegt bei 0,7%. Und was die Aktie interessant machen könnte, das ist zum einen hier das Gewinnwachstum. Wenn wir uns das mal hier anschauen, wir haben Gewinnwachstum im jährlichen Mittel hier auch langfristig auf 10 Jahre im jährlichen Mittel von 24%, hat sich dann sogar nochmal beschleunigt auf 28% auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre. Und im laufenden Geschäftsjahr hat sich nochmal beschleunigt, soll das Gewinnwachstum sogar bei über 30% liegen. Große Frage ist natürlich, warum ist der Aktienkurs hier abgeschmiert? Bevor wir die Frage klären, was macht NAPCO Securities Technologies ganz kurz? Die sind in der Sicherheitstechnik tätig, stellen Alarmanlagen her und Zugriffskontrolle bei Türen etc. und schreiben Software dafür, die dann mit den Alarmanlagen ausgeliefert wird. Entsprechend haben wir drei Segmente. Das sind hier die drei Segmente: die Door-Locking Services, oder Devices, die Zugriffskontrolle, dann Intrusion and Access Alarm Products, das sind die Alarmanlagen und Services, die Software in erster Linie für die Alarmanlagen. Und was das Unternehmen relativ sexy macht, das ist, dass dieses Services-Segment, diese Software hier, das wächst sehr schnell. Also der Umsatzanteil ist von 13 auf 35% gestiegen, auch absolut von 12 Millionen auf 60 Millionen gestiegen, der Umsatz. Wir haben hier also kein Unternehmen des Riesengroßes. Wir haben hier eine Marktkapitalisierung von 800 Millionen US-Dollar und momentan einen Umsatz von 170 Millionen US-Dollar, ist also schon ein kleineres Unternehmen und 1.150 Mitarbeiter, die dafür arbeiten. Bleiben wir aber dabei, was das Unternehmen so fundamental erstmal ja, sexy macht. Das ist eben dieses Segment Services, wo wir hier schöne Wachstumsraten haben und vor allem hohe Margen, Bruttomargen von über 80%, was im Softwarebereich erstmal nichts Außergewöhnliches ist, die aber deutlich höher sind als die Margen, die eben mit der dazugehörigen Hardware, also Alarmanlagen, verdient werden. Und es soll bis 50% ausgebaut werden, was an Umsatzanteil das Softwaresegment, was ja erstmal hier halbwegs plausibel erscheint, wenn man sieht, wie schnell das Wachstum ist im Softwaresegment. Dann haben wir auch hier übrigens die
schnell steigenden, kräftig steigenden Margen von um die 5% noch im Jahr 2014 auf derzeit knapp 18%, also gute Verdreifachung. Die Margen sollen weiter steigen. Wir haben auch eine Bilanz, die sich sehr gut sehen lassen kann. Wir sind faktisch schuldenfrei und um die, ja, würde man sagen, so Pi mal Daumen, 35-40% der Bilanz bestehen aus liquiden Mitteln. Also kein Goodwill in der Bilanz. Aktien werden zurückgekauft, ein bisschen haben wir hier Treasury Stocks drin und ein, gucken wir mal hier, schöner, positiver, freier Cashflow und jetzt auch Dividendenzahlungen angefangen, die dann auch dynamisch steigen sollen. Also alles ganz toll, fragt man sich bloß, warum ist die Aktie jetzt plötzlich so günstig geworden? Wenn wir hier die Multiples angucken, dann sehen wir den Kurssturz an des bereinigten KGVs hier von 50 auf um die 30. Und hier im Chart sehen wir das Ganze ja ebenfalls in voller Dramatik. Ja, was ist passiert? Bilanzierungsfehler. Es gab einen Bilanzierungsfehler. Und zwar wurde vor kurzem, die haben schiefes Geschäftsjahr im Juni, also Mitte des Jahres beendet. Und dann ist denen aufgefallen, dass in den drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres, also des beendeten Geschäftsjahres, leider die Herstellungskosten falsch berechnet haben. Und dann mussten sie die Ergebnisse nach unten korrigieren. Und zwar habe ich es mir auch irgendwo aufgeschrieben. Man hat dann den Nettogewinn von 25,6 Millionen auf 16,1 Millionen nach unten korrigieren müssen. Man hat übrigens Produktionsstätten, aber das reime ich mir jetzt gerade ein bisschen zusammen, in der Dominikanischen Republik. Weil es sehr günstiger ist und weil man da auch relativ gut ausbauen kann, sagen sie im Geschäftsbericht, im alten Geschäftsbericht. Aber scheinbar ist da irgendwas mit dem Verschiffen oder was weiß ich, irgendwas scheint da schiefgegangen zu sein. Und dann hat man die Cost of Goods zu niedrig angesetzt und das hat dann mit einem Schlag Vertrauen gekostet, nach dem Motto, wer weiß, was da sonst noch so im Argen liegt. Und das ist jetzt das Risiko bei dieser Aktie. Wir haben hier eine lange Unternehmenshistorie und man sieht, dass insgesamt, jedenfalls seit der Finanzkrise, war es ein gutes Investment. Ich jetzt mal komplett hier den Zeitraum durchmesse vom Jahr 2003, also über 20 Jahre, hätte man hier eine jährliche Rendite im Mittel gemacht von 16,5%, hat immer also die allgemeine Marktperformance locker geschlagen, ungefähr eine 100%ige Outperformance erzielt. Und jetzt natürlich die Frage, was wird da weiter passieren? Kommt da noch was nach? Falls nichts nachkommt, und operativ hört sich die Story also ziemlich gut an, falls nichts nachkommt, gehe ich davon aus, dass nach und nach der Vertrauensverlust wieder aufgearbeitet wird und zurückkommt. Kann natürlich ein bisschen dauern. Wenn wir jetzt mal ja, relativ tief stapeln, der faire Wert wäre hier mit dem 30er KGV, was ich bei Wachstumsraten von 35%, was laut den Geschäftsraten nicht für viel halte, also relativ moderat bewertet. Wenn wir jetzt noch ein bisschen nach unten gehen, gehen wir mal nicht auf das 38, den Fernwert von 38, sondern von knapp 30, hätte man immer noch eine jährliche Rendite aufs Jahr von 20%. Also das wäre jetzt quasi die Aktie Nummer 1, NAPCO Security Technologies. Aktie Nummer 2, die eins auf die Mütze gekriegt hat, das wäre Dollar General. Das ist ja so ein Dollar-Store und man sieht hier, dass die Aktie richtig zerfetzt worden ist, beziehungsweise der Aktienkurs. Wir haben hier mal so ein Gewinnbuckel im Rahmen von Corona sicherlich auch und dann wieder so eine Art Normalisierung. Wenn wir einfach mal wieder out of the box den Fernwert drüber legen, dann sehen wir hier auch erstmal massig Renditepotenzial. Das wäre jetzt in diesem Fall 24% annualisiert. Fairer Wert wäre dann Anfang 2026, auch hier schiefes Geschäftsjahr, bei fast 170 US-Dollar und momentan kostet die Aktie knapp 105 US-Dollar. Bei Dollar General haben wir tatsächlich, wenn wir dann gucken, was gibt es da jetzt für Probleme, enttäuschendes Wachstum. Allgemein ist es ja so, dass der Einzelhandel in den USA zu kämpfen hat, unter anderem durch Warenschwund, also durch vermehrten Diebstahl, was ihn zu schaffen macht. Dollar General macht darüber hinaus auch noch die extrem aggressive Expansion zu schaffen und sie haben auch immer wieder Klagen am Hals wegen schlechten Arbeitsbedingungen. Die Läden sollen relativ schlecht aussehen, schlecht gepflegt sein,
scheint also so im Prinzip so ein bisschen, hat es mich erinnert bei der Recherche wie Schlecker. Auch da waren, wurde gesagt, es sind zu wenig Mitarbeiter, es sieht alles ganz nicht kundenfreundlich aus, wurde halt, ging halt zu extrem in die Billigecke und dann wurde quasi irgendwann ja auch Schlecker zugemacht. Und wir sehen ja auch hier, dass wir Probleme haben, auch mit den Margen. Die sind jetzt auch operative Margen auf 8% gefallen und sollen auch noch weiter fallen auf unter 7%. Zu schaffen macht den Dollars, macht Dollar General und auch den Dollar Stores allgemein auch die aggressive Preispolitik der größeren Discounter, die breiter aufgestellt sind und ein bisschen freundlicher daherkommen, beispielsweise von Walmart. Was mich dann auch noch etwas stutzig macht, das ist die Reaktion des Managements, denn wir haben bereits um die 19.000 Läden und die wollen noch weitere 1.000 Läden eröffnen in diesem Geschäftsjahr. Also man will noch aggressiv weiter expandieren. Mir wäre es ein bisschen lieber, wenn man erst die operativen Probleme in den Griff bekommt und dann expandiert, weil ansonsten scheint es doch so zu sein, dass vielleicht der Eindruck entstehen könnte, dass man die aktuellen Probleme nicht so wirklich ernst nimmt und dass die sich dann noch ausweiten könnten. Auch die Bezahlung ist beispielsweise nicht so dolle, liegt meist unter 12 US-Dollar in der Stunde. Walmart beispielsweise bezahlt 14 US-Dollar Mindestlohn, wenn ich es richtig gelesen habe, in der Stunde. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, das langfristige Gewinnwachstum ist doch weiter intakt. Wir haben hier mal außerordentlich hohe Gewinne gehabt. Hier sind auch die Margen in die Höhe gegangen. Da haben wir jetzt im Prinzip wieder nur in Anführungszeichen eine Normalisierung. Und wenn wir dann aber im Gegensatz wieder auf den freien Cashflow gucken, dann sehen wir, dass der freie Cashflow die Moment die Dividende nicht deckt, was in erster Linie durch den Lageraufbau im Bestand auch kommt. Und das wiederum ist eher problematisch. Auch der operative Cashflow ging jetzt wieder etwas nach unten. Also ich hätte bei der Aktie jetzt kein so gutes Gefühl, muss ich sagen, auch wenn sie eigentlich hier rein fundamental extrem günstig daherkommt. Aber ich sehe jetzt Dollar General so ein bisschen in die, ja, in die Schleckerfalle oder wie man es auch immer ausdrücken möchte, vielleicht da so langsam rein zu lavieren. Und deshalb würde ich mein Geld vermutlich da eher nicht anlegen. Vielleicht ist die Aktie Nummer 3 ein besserer Kandidat. Die ist übrigens in der gleichen Branche wie Dollar General. Und zwar handelt es hier um Target, eher ein Konkurrent zu Walmart, also kein kompletter Billigheimer. Und wenn wir die Aktie jetzt mal anschauen, dann sehen wir, und dann gehen wir auch hier ein bisschen näher rein. So. Hier wurde mal was Außerordentliches passiert. Ich könnte auch den Fernwert auf den bereinigten Gewinn nehmen. Der würde sehr ähnlich aussehen. Können wir mal tun. Dann sieht es so aus. Wir also sehen, dass während Corona, ähnlich wie bei Dollar General, die Aktienkurse, aber auch die Gewinne stark gestiegen sind. Target hat da den Vorteil gehabt, dass sie nicht von den Lockdown betroffen waren, weil da werden auch Lebensmittel verkauft. Und dann waren die Läden geöffnet und hat man natürlich auch andere Sachen mitgenommen, wie beispielsweise Elektronik, was da ja sehr gut gelaufen ist während des Lockdowns, als die Leute dann viel zu Hause gesessen sind. Und mittlerweile hat sich das Ganze aber umgekehrt, wobei wir jetzt erstmal noch auf die Renditeerwartung gehen wollen. Hier out of the box wäre knapp 19% jährlich, also relativ attraktiv. Da sind auch hier die Überbewertung übrigens während der Corona-Pandemie und jetzt haben wir eine leichte Unterbewertung und der bereinigte Gewinn, der erhöht sich bereits schon wieder. Und das Gleiche sehen wir auch mit dem bilanzierten Gewinn. Und wo ist jetzt das eigentliche Problem nochmal bei Target? Target hat ja mehrere Segmente hier auch, was die alles abverkaufen. Und da gibt es eben jetzt einige Segmente, die laufen momentan nicht so gut. Was gut läuft, das ist nach wie vor Food and Beverage, das soll ausgebaut werden. Aber hier dieses Beauty and Household Essentials und insbesondere hier ja, die Verschönerung des Heims, so Home Decor, das läuft momentan überhaupt nicht gut. Und dann haben wir auch noch die Produkte,
also auch allgemein wegen der Konjunktur. Das sind einfach Nice-to-have-Sachen, wo man aber nicht wirklich was ausgeben muss. Die ganzen Corona-Unterstützung, Corona-Hilfen etc., die sind ja jetzt alle ausgelaufen. Und es gibt jetzt auch Berichte, dass sich in den USA die Kinderarmut verdoppelt hat im Vergleich zum letzten Jahr. Und allgemein die Leute jetzt mehr auf den Geldbeutel, in den Geldbeutel gucken müssen, was da noch über ist. Und da leiden eben einige Segmente. Auch die Kleidung hier leidet drunter. Und das haben wir eben hier eine Normalisierung und jetzt noch ein bisschen Stress durch die aktuelle Rezessionsgefahr, sage ich mal. Rückläufige Konjunkturentwicklung auf jeden Fall. Und dann auch noch den Diebstahl. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, 500 Millionen Euro mehr muss Target abschreiben. Guck mal, genau durch den Verlust in Diebstahl als im Vorjahresvergleich. Das ist natürlich auch nochmal heftig. Und kam auch vor kurzem noch die Meldung rein, dass Target eine Handvoll Läden geschlossen hat. Beispielsweise zwei in San Francisco, wenn ich mich richtig erinnere, aufgrund des ausufernden Diebstahls. Ein Problem, mit dem der gesamte Einzelhandel konfrontiert ist. Meine Idee, Hoffnung wäre, oder dass sich die Situation wieder normalisiert, wenn es mit der Konjunktur wieder bergauf geht und dass wir hier bei Target im Gegensatz zu Dollar General kein so strukturelles Problem haben. Insofern würde ich Target als interessanteren Wert erachten, in den man investieren könnte. Nach dem Motto, die Aktie ist so stark gefallen, dass ich jetzt Potenzial, um entsprechend dann überdurchschnittlich hohe Rendite zu erzielen. Also nochmal zusammenfassend an der Stelle, aber keine Kauf- und keine Verkaufempfehlung. NAPCO Security Technologies, Vertrauensverlust, ziemlich groß, deshalb auch ein Kurssturz. Aber wenn das ein einmaliger Ausrutscher war, dann sehe ich da ein sehr hohes Renditepotenzial. Dollar General, stark gefallen, aber ich habe so Zweifel, ob das Management richtig das strukturelle Problem angeht, das sie momentan haben in den bestehenden Filialen, weil sie noch mehr Filialen raushauen wollen, also gründen wollen, eröffnen wollen. Und Target wäre dann für mich im Einzelhandel tatsächlich die bessere Wahl im Vergleich zu Dollar General. Es gibt natürlich noch andere gute Unternehmen im US-Einzelhandel wie Walmart, die nach einem Allzeithoch tendieren, aber das ist ja dann auch keine Aktie im Ausverkauf, deshalb hier nicht erwähnt. Gut, das waren drei Aktien, die ich mal in Kürze vorstellen wollte, so als Inspiration. Wäre jetzt interessant, was sind eure Favoriten? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich einfach sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!